an vielen Ecken in der Anthroposophie geht es tatsächlich aus meiner Sicht verrückt zu. Dabei tritt die Anthroposophie, und deshalb ist sie, glaube ich, auch so unbekannt, selten laut auf. Also es wird ja ganz selten aus dem anthroposophischen Umfeld genau das, was wir heute gehört haben, so offen ausgesprochen, sondern vieles wird in nette, gut verdauliche Werbebotschaften verpackt. Ja, es schmerzt mich in der Tat, jetzt nicht in Wien zu sein. Ich war nämlich noch nie in Wien und habe mich da in der Tat sehr drauf gefreut und hätte auch gerne noch ein paar Tage dran gehängt, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, und dass die Entscheidung nicht ganz falsch war, habe ich den Medien entnehmen können. Das scheint, also bei uns sind die Corona-Zahlen auch nicht ganz niedrig, aber es scheint bei euch ja schon auch wirklich dringend zu sein, da ein Stück zurückzutreten. Ja, aber möglicherweise kriegen wir am Ende auch noch die Kurve zwischen der aktuellen Situation und dem Thema des heutigen Abends, nämlich die Anthroposophie. Was ist die Anthroposophie? Anthroposophie bedeutet wörtlich Weisheit vom Menschen, kommt aus dem Griechischen von Anthropos und Sophia. Es ist die vorgeblich ganzheitliche kosmologische Anschauung des Menschen. Was sich hinter den hochtrabenden Worten verbirgt, werden wir nachher dann noch ein bisschen genauer hören. Die Anthroposophie behauptet, eine Anleitung zur Selbst- und Welterkenntnis des Menschen zu liefern. Und sie ist eine der vielen okkultistischen Bewegungen, die in dem bürgerlich-nationalistischen und teilweise auch rassistischen Milieus des Wilhelminischen Kaiserreichs entstanden sind. Ausgangspunkt für die Anthroposophie ist die Theosophie, die anglo-indische Theosophie, genau genommen. Steiner, der Begründer der Anthroposophie, war längere Zeit der Leiter der Theosophischen Gesellschaft, des deutschen Ablegers der Theosophischen Gesellschaft. Die Anthroposophie ist eine okkulte, also im Wortsinn geheime Lehre. Steiner spricht auch von geheimen Wissenschaft, da kommen wir auch später noch drauf. Und man behauptet, dass es neben der materiellen, den sinnenzugänglichen Welt noch eine geistige Welt gibt, auf die man mit den Sinnen halt nicht zugreifen kann. Und um zu Erkenntnissen aus der geistigen Welt zu gelangen, bedient man sich der Hellsicht. Der Steiner hat da auch von hellsichtigen Schauungen gesprochen. Und da sind wir auch schon beim Begründer. Stefan, du hast es vorhin schon angesprochen. Rudolf Steiner, geboren 1861, gestorben 1925. Ich glaube, das Bild, das ich gewählt habe, die Zeichnung, ist nicht ganz so bekannt. Man kennt immer den sehr ernst reinblickenden Steiner im schwarzen Umhang. Das ist eine Zeichnung, die ihn, ich glaube, in Studententagen zeigt, wenn ich mich nicht ganz vertue. Steiner wurde geboren im heutigen Kroatien. Also das wäre für euch Österreicher der Ausweg für Helden sozusagen. Damals aber tatsächlich dem österreichischen Kaiserreich zugehörig. Gestorben ist er in der Schweiz, in Dornach, und da ist bis heute auch das Zentrum der Anthroposophie mit dem Goetheanum. Das ist ja so ein bekannter Betonprachtbau, den haben bestimmt viele schon mal gesehen. Rudolf Steiners immer noch anwachsende Gesamtausgabe, keineswegs vollständig also, die umfasst inzwischen, ich glaube, über 360 Bände. Jetzt, da sich da die Jubiläen aneinanderreihen, arbeitet man daran, die restlichen Bände auch noch rauszugeben. Es sollen am Ende über 400 werden. Enthalten sind da tausende stenografierte Vorträge. 5600 war die letzte Zahl, die ich gelesen habe. Wahrscheinlich sind es inzwischen auch schon mehr. Mehr als 1000 Wandtafelzeichnungen, von denen ich auch einige hier in der Präsentation eingebaut habe.
Ja, Steiner an sich ist eine widersprüchliche Figur, ursprünglich mal gestartet, durchaus akademisch, und er wollte eine akademische Laufbahn einschlagen als Philosoph. Das Ganze hat dann aber nicht geklappt. Es kam zum Bruch in seinem Leben und er hat sich zum Esoteriker gewandelt ist dann zeitlebens als Guru der Anthroposophie sozusagen durch die Lande gestreift und hat Vorträge gehalten. Und der Guru der Anthroposophie ist er auch bis heute. Und er provoziert viel Widerspruch für seine Kritiker bis heute, also ein Aufschneider mit Geltungsdrang, und für seine Anhänger ein Genie, ein Menschheitsführer. Aber was ist die Anthroposophie eigentlich? Womit haben wir es zu tun? Ist das eine Weltanschauung? Ist das eine Religion? Oder ist es tatsächlich eine Wissenschaft, wie sie ja selbst behauptet, mit dem Begriff Geistes- oder Geheimwissenschaft? Es gibt mit der Christengemeinschaft einen religiösen Ableger der Anthroposophie, aber ist die Anthroposophie auch selbst eine Religion? Das ist nicht so ganz unumstritten, aber um die Frage beantworten zu können, sollten wir uns zunächst mal das Welt- und Menschenbild der Anthroposophie betrachten. Hier sehen wir eine der Wandtafelzeichnungen von Rudolf Steiner. Da sehen wir oben, hier sieht man meinen Mauszeiger eigentlich? Hier rumflitzen? Nicht so richtig wahrscheinlich. Nee, ich sehe, doch, ja. Also er schreibt oben, das ist Saturn, Sonne, Vogel, Mond, Erde, und unten steht Mensch, Mensch-Tier, Mensch-Tier, Pflanze, und unter der Erde steht Mensch-Tier, Pflanze, Mineral heißt das, glaube ich. Also das anthroposophische Welt- und Menschenbild ist eigentlich kaum voneinander zu trennen, weil alles im Sinne einer großen kosmischen Evolutionserzählung zusammengehört. Also es gibt nicht nur eine Evolutionserzählung, ich sage immer Evolutionserzählung, weil es mit einer wissenschaftlichen Theorie nichts zu tun hat. Also es hat nichts mit der Evolutionstheorie, wie wir sie aus der Biologie und anderen Wissenschaften kennen, zu tun, sondern es ist wirklich eine fiktive Erzählung. Und Steiner geht davon aus, dass Mensch und Kosmos gleichartig sind. Also der Erziehungswissenschaftler und Waldorfkritiker Klaus Prange, den ich da immer gerne zitiere, sagte, der Mensch ist im Kleinen ein Kosmos, der Kosmos im Großen ein Mensch. Welt, Natur und Geschichte sind ein genaues Pendant des Menschen, der Mensch, deren Synthese en miniature. Der Mensch wird also zum Teil einer viel größeren Evolutionserzählung. Und ganz wichtig in diesem ganzen, in dieser ganzen Evolutionserzählung ist das Prinzip der Reinkarnation. Und Reinkarnation wird anthroposophisch anders verstanden als in anderen Religionen zum Beispiel. Nämlich man geht von einer universellen Reinkarnation aus. Und Steiner sagte, gerade so wie der Mensch Verkörperung nach Verkörperung durchmacht, Metamorphose nach Metamorphose, so machen alle Wesen der Welt Verkörperungen und Wiederverkörperungen durch, vom kleinsten bis zum größten. Und auch ein solches Wesen wie unsere Erde selber ist, also ein planetarisches Wesen, macht Wiederverkörperungen durch. Unsere Erde war nicht etwa schon als Erde entstanden, sondern ihr ging voran ein anderer Zustand. Also unsere Erde hat auch Reinkarnationen durchgemacht und hat sich entwickelt. Und so wie sich unsere Erde entwickelt hat, haben auch wir uns entwickelt. Das läuft alles analog. Alles hängt mit allem zusammen. Hier sehen wir auch eine Wandtafelzeichnung, die Entwicklung der Wesensglieder. Auf die kommen wir nachher noch genauer zu sprechen. Da sieht man die Planeten, die Weltentwicklungsstufen, das sind die Kreise hier unten drunter, Saturn, Sonne, Mond, das sind die Weltentwicklungsstufen, die unserer Erde vorausgingen. Jetzt sind wir auf der Stufe Erde, danach kommen Jupiter, Venus und Vulkan. Mars und Merkur hängen da oben dran. Vulkan finde ich immer ganz lustig, würde mich mal interessieren, ob da die Trekkies der Gene Roddenberry beim Steiner abgeschrieben hat oder wie er auf die Vulkanierrasse gekommen ist. Also ich habe gesagt, das ist alles eine große... Entschuldigung,
Ja, nachdem ich Astronom bin, erlaube ich mir, mich kurz einzumischen. Es gab mal die Theorie, dass es noch einen Planeten gibt, der näher an der Sonne kreist als Merkur, also innerhalb der Merkurbahn, weil Merkur eben diese Perihel-Drehung zeigt. Das wurde dann erklärt mit der allgemeinen Relativitätstheorie. Aber davor gab es eben die Hypothese, dass es hier noch einen inneren Planeten gibt, den man Vulkan getauft hatte. Also das ist wahrscheinlich der Ursprung. Ah, okay. Spannend. Das wusste ich nicht. Dankeschön. Bitte. Auf diesem Wandtafelbild, was wir hier sehen, da wird ein Zusammenhang zwischen den Wesensgliedern und den Weltentwicklungsstufen gezeigt. Wie gesagt, da komme ich noch drauf. Aber zunächst spreche ich über Wurzelrassen und Kulturepochen. Nämlich, wie gerade gesehen, hat unsere Erde ja verschiedene Stufen bereits durchlaufen, verschiedene Erdzustände, und in jedem Erdzustand ist auch eine Wurzelrasse beheimatet. Also es gab die Polarier, die Hyperboreer, die Lemurier und die Atlantier. Bei den Lemuriern sollen das erste Mal menschenähnliche Wesen aufgetreten sein, und die Atlantier sollen eine ganz hochentwickelte Rasse gewesen sein, die dann untergegangen ist. Aktuell sind wir auf der Stufe Aria, und in Zukunft soll es auch noch zwei weitere Wurzelrassen geben, die sechste und siebte Wurzelrasse. Analog dazu wird auf jeder Stufe werden auch sieben Epochen, Kulturepochen hier jetzt durchlaufen. Also auf unserer aktuellen Stufe Aria, der fünften Stufe der Wurzelrassen, sind wir jetzt aktuell in der germanisch-angelsächsischen Kulturepoche angelangt. Hier gibt es auch diverse Kulturepochen, die vorher angenommen werden und mit relativ fiktiven Jahreszahlen versehen werden. Das ist also letzten Endes eine fiktive Geschichtserzählung, die aber durchaus eine Rolle spielt, wenn man sich anschaut, wie die Epochen an der Waldorfschule, also der Epochenunterricht, der projektorientierte Unterricht an Waldorfschulen angelegt wird. Der Geschichtsunterricht verläuft nämlich da durchaus entlang dieser Kulturepochen, weil Steiner davon ausgeht, dass der Mensch in seiner Entwicklung die Entwicklung der Menschheit nachvollzieht. Auffällig ist dabei der lineare Geschichtsverlauf, der da angenommen wird, und auch ein Eurozentrismus. Zumindest wenn man mal in die Quellen da eintaucht, da wird das ziemlich deutlich. Wir sehen, wir sind jetzt noch eine ganze Weile in dieser germanisch-angelsächsischen Kulturepoche bis 3573 nach Christus. Danach wird das Ganze übernommen durch die slawische Kulturepoche. Und wenn alles durchlaufen ist, nach der amerikanischen Kulturepoche würde die sechste Wurzelrasse geboren, sozusagen. Jetzt komme ich aber. Ah, genau, da habe ich es nochmal gehighlightet. Also da sind wir gerade unterwegs in unserer Geschichte. Jetzt komme ich zu den Wesensgliedern. Also ich habe gerade schon gesagt, der Mensch vollzieht in seiner Entwicklung die Entwicklung der Menschheit nach. Das stimmt aber auch, jeder Mensch selber ist nochmal eingeteilt in sieben sogenannte Wesensglieder. Man nennt das auch die Hüllenanthropologie. Und es gibt da neben dem physischen Leib den Ätherleib, Astralleib, das Ich, Geist selbst, Lebensgeist und Geistesmensch, wobei auch da noch nicht alle Entwicklungsstufen erreicht worden sind, sozusagen. Deshalb ist in der Praxis der Anthroposophie sind die ersten vier Wesensglieder ausschlaggebend, und die zeige ich hier. Und zwar ist es so, dass am Anfang, wenn ein Mensch geboren wird, nach anthroposophischer Vorstellung zunächst nur der physische Leib geboren wird. Und das ist die ersten 7 Jahre so. Also man ist ein unvollständiges Mängelwesen aus anthroposophischer Sicht, wenn man auf die Welt kommt. Und erst in den Jahr siebten darauf, das heißt Jahr siebte, werden die weiteren Körperhüllen geboren, also der Ätherleib und der Astralleib, und alles zusammen umgibt, das sieht man hier,
das Ich, das ist sozusagen der seelische, der Wesenskern, der geistige Wesenskern des Menschen. Steiner sagte, wir müssen uns klar sein, dass wir zunächst in uns haben den geistig-seelischen Wesenskern, den wir zusammenfassen in seinem Mittelpunkt, wenn wir Ich oder Ich Bin sagen. Dieser geistig-seelische Wesenskern ist eingebettet in den Astral-, Äther- und physischen Leib. So wie der Mensch jetzt in der Welt lebt, leben wir eigentlich, wenn wir innerlich leben, in unserem Ich. Denn alle Seelentätigkeiten sind bei dem wachen Menschen mit dem Ich in irgendeiner Weise verknüpft. Erscheinen gleichsam alle auf dem Hintergrunde des Ich. Also es leitet sich aus dieser ganzen Vorstellung auch die unwissenschaftliche anthroposophische Entwicklungspsychologie ab, die in der Waldorfpädagogik eine große Rolle spielt. Und die Vorstellung spielt natürlich auch in der anthroposophischen Medizin eine Rolle, denn Anthroposophen haben die Vorstellung, dass wir mit unseren herkömmlichen Sinnen nur den physischen Leib sehen können und auch nur den physischen Leib behandeln, aber die anderen Wesensglieder natürlich auch eine große Rolle spielen. Und deshalb spricht man auch von der anthroposophisch erweiterten Medizin, die halt eben nicht nur den physischen Leib behandelt, sondern auch diese angeblichen höheren Wesensglieder. Durch den Ätherleib, das sei noch dazu gesagt, unterscheidet sich tote Materie von Lebewesen. Alle Pflanzen, Tiere, Menschen und so weiter haben einen Ätherleib. Ein Astralleib ist Menschen und Tieren mit einem Bewusstsein vorbehalten. Und Mensch und Tier unterscheiden sich durch den Ich-Leib. Den hat dann nur der Mensch nach anthroposophischer Vorstellung. Dann gibt es noch ein wichtiges Konzept, nämlich die Dreigliedrigkeit. Da wird immer zwischen Denken, Fühlen und Wollen unterschieden. Das, was ich hier gezeigt habe, das ist so eine Annahme, nach der der Mensch eine umgekehrte Pflanze ist, weil alles hängt ja mit allem zusammen. Gucken wir uns erstmal den linken Teil an. Da ist das Denken im oberen Bereich angesiedelt, das Nervensinnessystem, der obere Pol, den Steiner da hauptsächlich in der Kopfregion ansiedelt. Ihm gegenüber steht dann der Gliedmaßenpol, der Stoffwechselgliedmaßenpol unten. Der ist mit dem Wollen assoziiert und zwischen dem Denken und dem Fühlen in der Herzensmitte zwischen den beiden ist das Fühlen angesiedelt. Und das ist mit dem rhythmischen Kreislauf- und Atmungssystem assoziiert, das für den Ausgleich zwischen den beiden Polen sorgen soll. Und nach dieser Vorstellung ist der Mensch halt eine umgekehrte Pflanze. Also wir strecken mit unserem Denken die Fühler in die Welt sozusagen und die Pflanze steckt umgekehrt ihre Wurzeln in den Boden. André, darf ich dich kurz unterbrechen? Es gibt klar. Ein paar Fragen, eigentlich schon zu vorigen Folien, sorry. Okay. Also die erste war, weiß man, wie Steiner auf seine sehr konkreten Jahreszahlen für die Epochen kam? Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man das weiß. Also meines Wissens nach ist das weitestgehend fiktiv. Also was man aber grundsätzlich weiß, wenn man sich fragt, wie kommt der eigentlich zu seinen Ideen, das weiß der Anthroposophie-Experte Professor Helmut Zander immer sehr schön nach in wirklich wahnsinnig umfangreichen Werken, dass der Steiner Zugang zu allen möglichen Quellen hatte und auf sich überall links und rechts das, was er gehört hat, zusammengesucht und in seine anthroposophische Lehre eingebaut hat. Also wenn man den Zander so liest, hat man manchmal den Eindruck, da ist alles nur geklaut beim Steiner. Anthroposophen sehen das genau umgekehrt. Nach denen ist ja Steiner der große Menschheitsführer, der alles Mögliche geblickt hat. Und die sehen das dann eher andersrum so, dass halt auch andere mal so ein Krümel vom Kuchen abbekommen haben. Die haben auch so ein bisschen was erkannt, aber nur Steiner hatte halt das große Bild. Jedenfalls ist dieser nächste Übergang weit genug in der Zukunft, dass er das selber nicht mehr erleben konnte. Zumindest nicht in dieser Welt, ne? Wer weiß, wo er jetzt unterwegs ist. Dann eine Frage, die vielfach hochgevotet wurde. Mhm.
bedeuten die Kulturepochen ebenfalls, dass sie aufeinander aufbauen, also dass also die slawische höherwertiger als die germanische ist. Ja, das ist ohnehin in dieser Evolutionserzählung ja anders als in der biologischen Evolution alles im Sinne einer Höherentwicklung erzählt, so wie es ja auch zeittypisch ist für Evolutionsvorstellungen. Und das ist jetzt nicht so, dass andere Kulturen nicht mehr da sind, ganz offensichtlich, aber die haben sozusagen dann ihre Rolle in der Entwicklung der Menschheit ausgespielt. Die sind dann einfach überkommen, zum Teil degeneriert. Also er spricht dann auch von degenerierten Rassen mitunter. Was den ganzen Rassismus angeht, muss man sagen, der spielt im riesigen Werk keine große Rolle. Also wenn man das mal in Seiten zusammenzählt, ist es gar nicht wahnsinnig viel. Aber es ist relativ zentral fürs Menschenbild, wie Anthroposophie-Experten das mal rausstellen, wie Professor Staudenmayer oder Professor Zander oder auch Ansgar Martins, die schon zeigen, also es ist halt einfach ganz zentral für das Menschenbild, diese Idee der Höherentwicklung. Ich habe den Rassismusbegriff nicht so zentral behandelt jetzt heute im Vortrag, weil ich glaube, da ist schon so viel zugeschrieben und erzählt worden, dass ich das ein bisschen hinten angestellt habe. Ich finde, es gibt an der Anthroposophie noch eine ganze Menge anderes zu kritisieren und bin mir auch nicht immer ganz sicher, inwieweit diejenigen, die heute mit der Anthroposophie umgehen, das tatsächlich wirklich präsent in ihrem Kopf haben oder ob es vielleicht auch so ähnlich ist wie in so mancher Religion, wo die ein oder andere Quelle peinlich ist und die ist auch noch da und eigentlich kann man sie auch nicht so richtig wegdiskutieren, aber man stürzt sich dann lieber auf das, was heute anschlussfähiger ist. Eine weitere Frage würde da aber noch anschließen. Warum heißt das Wurzelrasse? Also woher die Wurzel sozusagen? Also woher die Wortbedeutung kommt, weiß ich nicht. Ich weiß, dass der Begriff schon in der Theosophie, also im Vorläufer der Anthroposophie, auftaucht bei Blavatsky. Okay, und dann noch eine letzte, vorläufig zumindest. Oh nein. Das sind, glaube ich, noch mehrere. okay, ich schauen wir mal. Also, das ist, glaube ich, zur vorigen Frage, zur vorigen Folie mit den verschiedenen Körpern. Hat das Ich etwas mit der Persönlichkeitstheorie von Sigmund Freud zu tun? Also, möglich, ich weiß es nicht ganz, ganz genau. Ich habe da jetzt keinen Einblick, inwieweit da Steiner mit Freud zu tun hatte. Ich glaube aber, diese ganze Hüllenanthropologie stammt auch noch aus der Theosophie und ich glaube, da würde ich das eher verorten. Also das ist jetzt nicht im Sinne von Über-Ich oder so gedacht, sondern das ist der geistige Wesenskern des Menschen. Eigentlich ist diese ganze Körperhülle nach anthroposophischer Sicht etwas, was überwunden werden sollte. In Zukunft sind wir alle rein geistige Wesen und in der Richtung muss das, glaube ich, gedeutet werden. Okay, es sind da noch ein paar Fragen. Ich glaube, einige davon werde ich vielleicht auf den Schluss verweisen. Ich glaube auch, wir müssen ein bisschen schauen, dass wir auch durchkommen. Sonst wird das hier für uns alle ein langer Abend. Ja, okay, gut. Dann lasse ich dich mal weitermachen. Okay, aber wenn jetzt richtig Verständnisfragen sind, dann gerne zwischendurch. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir zum Ende noch eine Fragerunde machen. Ja, gut. Okay, dann gibt es neben den Jahrsiebten, also jeder Mensch vollzieht die Entwicklung der Menschheit nach. Es gibt die Wesensglieder, die nach und nach geboren werden. Und dann gibt es auch noch verschiedene Charaktergrundtypen. Und da gibt es auch eine grobe Kategorisierung. Und die trifft Steiner in Anlehnung an die Vier-Säfte-Lehre, also einer antiken Lehre nach Hippokrates und Galen. Definiert Steiner da vier Grundtypen, den Choleriker, den Sanguiniker, den Phlegmatiker und den Melancholiker. Und das Ganze wird dann auch noch mit den Wesensgliedern des Menschen assoziiert. Das hängt stark zusammen.
gleichzeitig auch noch mit den Elementen, die habe ich nochmal dazu geschrieben, assoziiert. Und Steiner glaubt, dass jeder Mensch ein dominierendes Temperament hat und teilweise dann auch noch nachgeordnete Anteile der anderen Temperamente. Ich stelle mir das immer ein bisschen vor wie, wie Sternzeichen und Aszendent. Weiß nicht, ob das so hundertprozentig zutreffend ist. Jedenfalls kommt nach anthroposophischer Vorstellung so ein dominierendes Temperament dadurch zustande, dass ein Wesensglied die anderen Wesensglieder dominiert. Und jedem Temperament sind dann halt bestimmte Charaktereigenschaften zugeordnet. Also der Choleriker ist zum Beispiel leicht reizbar und nach Steiner vom Ich-Leib beherrscht. Und dadurch ist er sehr selbstbewusst. Und Steiner sagt auch, ja, die Säuglinge, die zappeln so viel und die schreien und die sind alle cholerisch. Und das cholerische Kind, das behält dann aber etwas zurück vom Toben und Wüten des ganz kleinen Kindes. Und dadurch lebt in dem cholerischen Kinde, dem 8-, 9-jährigen Knaben oder Mädchen drin, immer noch der kleine Säugling weiter. Und dadurch ist dieses Kind cholerisch. Und man muss versuchen, dieses cholerische Kind dadurch zu behandeln, dass man das kleine Kind da drin, das da drin ist, allmählich zur Ablähmung bringt. Ja, also solche Vorstellungen stecken da drin und haben auch bis heute in der Praxis Implikationen. Zum Beispiel hat jedes Temperament einen festen Platz in einer Waldorf-Klasse. Die Choleriker und die Phlegmatiker müssen zum Beispiel außen sitzen, während die Melancholiker und Sanguiniker, man könnte auch sagen, die lieben und ruhigen Kinder, die dürfen in der Mitte sitzen. Die Choleriker sollen die Temperamente sollen beieinander sitzen und man glaubt, dass man damit die Temperamente abheilen kann, weil zum Beispiel die Choleriker sich dann die ganze Zeit gegenseitig anstupsen und knuffen und dann merken die, dass das doof ist, dass man ständig angestoßen wird und dann lassen die das sein. Das ist die Vorstellung. Aus meiner Grundschullehrersicht, ich habe das ja 16 Jahre gemacht, würde ich sagen, es ist keine gute Idee, diejenigen, die sich ständig knuffen, immer möglichst eng zusammenzusetzen. Aber gut, an Waldorfschulen behauptet man damit sehr gute Erfahrungen gemacht zu haben. Auf das Karma bin ich schon ein bisschen eingegangen. Wie gesagt, unterscheidet sich die Karma-Vorstellung von östlichen Traditionen. Karma ist positiv oder negativ vorgeprägt. Also man wird nicht auf Null zurückgesetzt mit der Wiedergeburt, sondern man bringt etwas mit aus vorherigen Leben und man ist ja auch noch nicht vollständig inkarniert, wenn man auf die Welt kommt. Da ist man ja erstmal nur physischer Leib. Alles Weitere kommt dann auch noch teilweise aus den geistigen Welten herüber. Karma ist halt ein elementarer Bestandteil dieser ganzen Evolutionserzählung, wie ich ja, glaube ich, vorhin auch schon ausgeführt habe. Und es geht jetzt der Anthroposophie darum, im diesseitigen Leben zum einen Ungleichgewichte aus vorigen Leben auszugleichen, also mitunter hat man zum Beispiel eine Behinderung, behauptet Steiner, weil man im letzten Leben zu viel gelogen hat. Dann wird man geistig behindert und dann soll man in diesem Leben so geführt werden, dass man dieses Karma abarbeitet, dieses negative Karma, damit das im nächsten Leben dann anders werden kann. Man soll sein Leben entlang seinem karmischen Schicksal entwickeln und das ist dann letzten Endes auch eine Aufgabe für den Waldorferzieher zum Beispiel, das so ein bisschen zu erkennen und die Klasse als Schicksalsgemeinschaft entlang ihrem karmischen Schicksal zu führen. Ja, bei Krankheiten und Behinderungen kommt da natürlich auch schnell Schuld mit ins Spiel und wird schnell sehr unappetitlich. Der Steiner deutet da auch einiges karmisch aus. Also er weiß zum Beispiel, warum Schiller so an Krampfanfällen leiden musste. Auch das hatte seiner Meinung nach alles karmische Ursachen. Und ja, ich finde, nicht nur in der Waldorfpädagogik ist das Ganze hochproblematisch, noch viel mehr eigentlich in der anthroposophischen Medizin, gerade wenn man auf die Schuldimplikationen kommt.
Die Karma-Vorstellung wird von Anthroposophen auch auf ganze Gesellschaften angewendet. Vor einigen Jahren zum Beispiel war im Goetheanum in der Zeitschrift Anthroposophischen Zentrums in Dornach zu lesen, dass Erdbeben, Tsunami und Reaktorunfall in Fukushima die Folge des Materialismus ist, dem die Japaner frönen, also die Japaner, ich setze sowas immer in Anführungszeichen. Also so gesehen haben die Japaner ihr Karma-Konto überzogen und die Erde musste zurückschlagen. Da geht es dann um Dämonen und dreifach arimanische Kräfte, denen die Menschen ausgesetzt seien. Der Autor wertet die Katastrophe als Folge des Gesamtmenschheitskarma. Die Opfer seien über die Schwelle zur geistigen Welt gegangen. Und für sie gelte, was Steiner über Menschen gesagt hat, die durch Naturkatastrophen umgekommen sind, dass dadurch die Erinnerung an dasjenige gestärkt wird, was in ihrem Karma enthalten ist. Das war ein Zitat von Peter Biel, der aus dem Artikel in einem Vortrag zitiert hat. Zur Vorstellung von Schicksal und Karma gehört auch, dass man sich seinen Geburtsort aussucht. Und wer zum Beispiel in einer Elendsregion zur Welt kommt, der hat sich diesen Ort ausgesucht, um karmische Ungleichgewichte aus früheren Leben zum Ausgleich zu bringen. Also wenn man zum Beispiel Cholera bekommt, weil man da in einem Elendsgebiet zur Welt kommt, dann hat das alles karmisch seinen Sinn. Und auch Kinder suchen sich ihre Eltern aus. Das habe ich in Vorträgen schon ganz oft erzählt, dass ich den Grundgedanken erstmal ja ganz romantisch finde, als Vater von drei Kindern, dass ich selbst ausgesucht wurde von den meistens sehr wunderbaren Wesen, die da morgens am Frühstückstisch mit mir zusammen sitzen. Aber wenn man mal das Ganze umdreht und an Missbrauch zum Beispiel denkt, dann wird es auch schnell unappetitlich, denn das heißt ja letzten Endes auch, dass das Kind, das missbraucht wird, sich den Elternteil, durch das es missbraucht wird, selbst ausgesucht hat. Ich komme nochmal zurück zur Frage, die wir vorhin schon hatten, Weltanschauung, Religion oder Wissenschaft. Ich habe, glaube ich, schon gesagt, dass der Begriff der Geisteswissenschaft ein irreführender Begriff ist, denn gemeint ist keine Geisteswissenschaft im akademischen oder umgangssprachlichen Sinn, sondern Steiner meint damit die spirituelle Erweiterung der Naturwissenschaften. Also er meinte, dass die Anthroposophie die materiellen Naturwissenschaften erweitert um die angeblichen, unsichtbaren und sinnlich nicht erfahrbaren geistigen Aspekte. Und neben der materiellen Welt, wie schon angesprochen, auf die materiellen Naturwissenschaften beschränkt sind, möchte er genauso genaue Erkenntnisse aus der geistigen Welt stellen. Und er geht auch davon aus, dass die Naturwissenschaften die Anthroposophie letzten Endes bestätigen werden, beziehungsweise dass beide aufeinander sich zubewegen in ihrem Erkenntnisfortschritt. Und er hat da so ein Beispiel, wie er sich das vorstellt, wie man an diese geistige Welt herankommt, nämlich durch die Ausbildung von Geistorganen, also zusätzliche Sinnesorgane letzten Endes, durch die er dann hellsichtig auf die geistige Welt zugreifen kann. Und er hat da so einen Vergleich mit einem Fisch, der stößt an die Grenze des Wassers und merkt vielleicht, dass dahinter noch was ist, aber er kann nicht darüber hinaus, weil er diese physische Grenze nicht überschreiten kann. Ihm fehlen die physischen Organe, um außerhalb des Wassers zu leben. Aber beim Menschen sieht er das eben anders. Er sagt wörtlich, der Mensch kommt an die Grenzen der Sinnesanschauung. Er kann erkennen, dass ihm auf dem Wege dahin die Seelenkräfte geworden sind, um seelisch in dem Elemente zu leben, das nicht von der Sinnesanschauung umspannt wird. Man muss also den anthroposophischen Weg der Erkenntnis gehen, um an diese geistige Welt heranzukommen und dort Erkenntnisse zu gewinnen. Und dazu muss man zum Eingeweihten werden. Also man muss jemanden haben, der einem zeigt, wie es geht. Und
dadurch, also das macht das Ganze halt auch zur Geheimwissenschaft und zur okkulten Wissenschaft, denn der Eingeweihte ist letzten Endes zugleich Seher, Priester und höchster Wissenschaftler. Ja, hält die behauptete Wissenschaftlichkeit jetzt einer Überprüfung stand? Ich glaube, ich muss jetzt keinen Spoiler-Alarm setzen, wenn ich da mal einfach Nein sage. Außerhalb der Anthroposophie wird die Anthroposophie nicht als Wissenschaft wahrgenommen. Und der Erziehungswissenschaftler Klaus Prange hat da mal gesagt, das ist die einzige Disziplin mit wissenschaftlichem Anspruch sei, die wohl mit dem Ableben ihres Gründers schon am Ende angekommen sei. Wie gesagt, Steiner meint aber, dass die Erkenntnisse aus den geistigen Welten Überprüfungen durchaus standhalten würden und dass die auch intersubjektiv sind. Das ist ja ein wichtiges wissenschaftliches Kriterium. Um dahin zu kommen, wenn man eingeweiht wird durch seinen Lehrer, darf man aber nicht kritisch sein. Das ist ja jetzt für Wissenschaftler dann vielleicht doch ein bisschen blöd. Steiner sagt nämlich, so eine gewisse Grundstimmung der Seele muss den Anfang bilden. Der Geheimforscher nennt diese Grundstimmung den Pfad der Verehrung, der Devotion gegenüber der Wahrheit und Erkenntnis. Nur wer diese Grundstimmung hat, kann Geheimschüler werden. Es gibt Kinder, die mit heiliger Scheu zu gewissen von ihnen verehrten Personen emporblicken. Sie haben eine Ehrfurcht vor ihnen, die ihnen im tiefsten Herzensgrunde verbietet, irgendeinen Gedanken aufkommen zu lassen von Kritik, von Oppositionen. Wenn man den nämlich hat, dann schafft man es nicht, den Erkenntnisweg zu gehen. Und man soll, so sagt Steiner, dass man soll dann eingeweiht werden, also gezeigt bekommen, wie man durch bestimmte Techniken zu so hellsichtigen Schauungen kommt und soll dann die Erkenntnisse, die man da meint gehabt zu haben, mit dem Lehrer abgleichen. Und letzten Endes würde ich sagen, führt das dazu, man darf ja auch nicht allzu kritisch sein dabei, dass man einigermaßen naiv das nachempfinden soll, was der Lehrer einem vorgibt. Und es geht im Endeffekt dann darum, die Erkenntnisse des Lehrers zu reproduzieren. Es sind aber dann ja eigentlich keine eigenen Erkenntnisse. Und ja, als Grundschullehrer habe ich in der Schule sehr häufig stille Post gespielt. Ich weiß auch nicht, ob die Botschaft am Ende immer noch dieselbe ist, wenn man die häufig genug übertragen hat. Und selbst wenn das alles stimmt, und man kommt so zu sehr genauen Erkenntnissen, die sich reproduzieren lassen, das behauptet Steiner da ja, ist immer noch die Frage, ob eigentlich der erste Lehrer, er selber behauptet auch eingeweiht worden zu sein von einem Lehrer, ob der allererste Lehrer eigentlich recht hatte mit seiner Erkenntnis, wenn man die Erkenntnis immer so reproduziert. Für andere wissenschaftliche Kriterien gilt das auch. Ich möchte da jetzt nicht allzu ausschweifend sein, aber da Steiner gesagt hat, dass die Naturwissenschaften ihm letzten Endes recht geben würden, könnte ich so Aussagen anführen, wie dass Steiner der Meinung war, dass man nicht oder zumindest nicht ausschließlich mit dem Gehirn denkt. Also er sagte, man denkt sich, dass alle Denkfunktionen, alle logischen Verrichtungen an das Gehirn gebunden sind. Man versucht dann, die logischen Verrichtungen zu unterscheiden in das Vorstellen, in das Urteilen, in das Schließen, Schlüsse machen. Nun hat diese Anschauung, dass alles Logische gewissermaßen eine Kopffunktion sei, so festgelegt, dass dem Menschen allmählich der unbefangene Blick verloren gegangen ist. Und er sagte nämlich, es ist ein sehr langes Zitat, ich kürze das mal ab, dass das Urteilen eigentlich in Armen und Händen passiert. Vorstellen tun wir mit dem Kopf, aber Urteilen findet in den Körperextremitäten statt. Und das Schließen und Schlüsse bilden hängt dann zusammen mit Beinen und Füßen. Also es müsste mir entgangen sein, wenn das jetzt der aktuelle wissenschaftliche Stand wäre, wie das Denken funktioniert. Es gibt da eine ganze Reihe anderer Äußerungen, zum Beispiel, dass das Herz keine Pumpe ist, sondern eigentlich genau andersrum, das Blut das Herz antreibt und nicht umgekehrt. Und eigentlich unzählige hanebüchene Aussagen mehr, die im krassesten Widerspruch zur wissenschaftlichen Erkenntnis stehen. Und deshalb kann man, glaube ich, sagen, dass die Anthroposophie einfach so gut wie gar nichts mit Wissenschaft zu tun hat.
bliebe die Frage, ob es sich dann vielleicht um eine Religion handelt. Und da würde ich sagen, den Punkt kann man machen. Also es gibt, habe ich vorhin schon gesagt, einen religiösen Ableger. Ich würde aber auch sagen, dass die Anthroposophie selbst eigentlich alle Merkmale einer Religion trägt, wie zum Beispiel Binder, die 2014 mal formuliert hat. Es gibt mit Rudolf Steiner einen Religionsstifter, der so als Verkünder von einer geheimen und metaphysischen Lehre seinen Anhängern die Lehre mitgeteilt hat. Er beschreibt allerlei Übersinnliches und für Außenstehende nicht Nachvollziehbares in wirklich teilweise verstörenden Details. In alter gnostischer Tradition bekämpfen sich in der geistigen Welt die Mächte des Guten und des Bösen. Und alles, was wir hier sehen, ist eigentlich wie eine Folie vor dem eigentlichen Weltgeschehen im Hintergrund, was sich da abspielt, nämlich der Kampf des Guten und des Bösen, bei dem sich allerlei Engel, Erzengel, Elementarwesen und Dämonen, die man für reale Wesenheiten hält in der Anthroposophie, bekämpfen. Und man unterscheidet auch in gnostischer Tradition in gute göttliche und böse luziferische, arimanische Kräfte. Das alles ist eingebettet in eine Erzählung, die die Entstehung und Entwicklung der Welt und der Menschheit erklärt und damit zumindest Anthroposophen auch Antworten auf Sinnfragen liefert. Es gibt religiöse Handlungen wie Gebete, zum Beispiel den Morgenspruch an Waldorfschulen, der durchaus religiösen Charakter hat. Also ich kann den mal kurz zitieren. Das wird morgens, wie gesagt, als fester Teil der Rituale an Waldorfschulen gesprochen. Da sagt man, der Sonne liebes Licht, es hellet mir den Tag, der Seele Geistes Macht, sie gibt den Gliedern Kraft. Im Sonnenlicht des Glanz verehre ich, o Gott, die Menschenkraft, die du in meine Seele mir so gütig hast gepflanzt, dass ich kann arbeitsam und lernbegierig sein. Von dir stammt Licht und Kraft, zu dir strömen Lieb und Dank. Also ich würde sagen, das trägt schon viele Charakteristika eines Gebetes. Und ja, ich würde schon sagen, dass je nachdem, wie man die Anthroposophie für sich lebt, im Prinzip alle Merkmale einer Religion jedenfalls vorhanden sind und dass man den Punkt, wie gesagt, machen kann, dass die Anthroposophie eine Religion ist. So, das war jetzt einmal der Rundumschlag zur Anthroposophie als Überbau. Ich würde jetzt rübergehen und nochmal kurz einige Praxisfelder anleuchten. Stefan, kann ich soweit weitermachen oder sind jetzt ganz drängende Fragen? Dringende vielleicht nicht unbedingt. Es sind schon welche da. Manche kann man vielleicht auch relativ kurz beantworten. Was kommt nach der Ich-Phase? Mit 42 stirbt man ja normalerweise nicht. Also das ist schon, glaube ich, ein paar Folien her. Aber das ist ein paar Folien her und es gibt ja noch höhere Wesensglieder, die sich dann entwickeln. Aber es ist ja auch, heißt ja auch nicht, dass man dann stirbt, sondern in der Zeit wird das geboren und reift dann diese Körperhülle sozusagen, beziehungsweise das Ich. Und später, wenn man dann noch die höheren Wesensglieder ausgebildet hat, mit denen man dann halt die Hellsicht üben kann zum Beispiel, die wird dann halt im späteren Lebensalter wird das gebildet. Aber die Angabe von den Lebensaltern, die soll nicht implizieren, dass es danach vorbei ist, sondern das ist die Zeit der Entwicklung dieser bestimmten Stufe. Die ist dann halt abgeschlossen. Okay, also es waren jetzt keine wirklichen Verständnisfragen sonst im Moment. Dann mache ich erstmal weiter. Ich gucke auch schon mal so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben ja gleich schon 50 Minuten um. Okay, dann würde ich erstmal ein bisschen über die biologisch-dynamische Landwirtschaft erzählen. Als vielleicht, also relativ bekanntes und vermeintlich harmlosestes Praxisfeld sprechen. Vielen ist Demeter ja so ein bisschen Bio Plus, irgendwie ein besonders gutes, besonders strenges Bio-Siegel. Ich würde eher sagen, Demeter ist Bio plus Magie.
Denn auch hier versucht Steiner, die geistigen und kosmischen Wechselwirkungen, die er da annimmt, in seine Lehre zu integrieren. Die biologisch-dynamische Landwirtschaft ist dabei das jüngste der sogenannten Praxisfelder. Das hat er in 8 Vorträgen 1924, also kurz vor seinem Tod, ich glaube, er dürfte da schon krank gewesen sein, hat er in diesem Vortragszyklus die biologisch-dynamische Landwirtschaft sozusagen aus der Taufe gehoben. Und in Abgrenzung zur materialistischen Landwirtschaft wird dort halt auch auf die geistigen und kosmischen Wechselwirkungen eingegangen. Und er selber sagt, wir haben ja angeführt, wie man streng unterscheiden müsse zwischen denjenigen Kräften, die im Pflanzenwachstum, also das heißt materialistisch analysierbar sind, und die aus dem Kosmos zwar stammen, aber vom Kosmos zuerst in die Erde aufgenommen werden und von der Erde aus auf das Pflanzenwachstum wirken. Diese Kräfte, die also im Wesentlichen herstammen aus den kosmischen Einflüssen, wie ich gesagt habe, von Merkur, Venus und dem Monde, aber die nicht direkt von diesen Planeten wirken, sondern auf dem Umwege durch die Erde wirken, diese Kräfte hat man zu berücksichtigen, wenn es sich darum handelt, zu verfolgen, dasjenige, was nach einer Mutterpflanze wieder eine Tochterpflanze hervorruft und so weiter. Im Pflanzenwachstum ist der ganze Himmel mit seinen Sternen beteiligt und es wirke der Weltenraum mit seinen Kräften auf das Irdische. So, also man fragt sich manchmal, ob es nicht auch eine Nummer kleiner geht, wenn man den Steiner da so liest. Aber wie überall in der Anthroposophie ist auch dieses Praxisfeld durch organizistische Vorstellungen geprägt. Also alles ist ein Organ, der Mensch, wie er im Kleinen ein Kosmos ist, hat im Inneren das Planetensystem seiner Organe, also man ist im Kleinen ein Kosmos, aber halt auch ein Organismus und umgekehrt ist der Kosmos ein Organismus und auch der biologisch-dynamische Hof ist ein Organismus. Und deshalb gibt es da auch die Vorstellung, dass dieser Organismus im Gleichgewicht sein soll und eigentlich alles, was dort angebaut wird, was dort Verwendung findet, soll auch aus diesem Organismus stammen. Also eigentlich soll man nicht von außen zum Beispiel Dünger zuführen, sondern nur mit Materialien düngen, die man auch auf dem Hof selber vorfindet. Auch die berühmten Kuhhörner, die man ja gerne mit Mist füllt und auf dem Feld vergräbt zur Düngung, weil die Kuhhörner Antennen zum Kosmos sein sollen und die kosmischen Kräfte widerspiegeln sollen. Auch die sollen eigentlich vom Hof selber stammen, was viele Demeter-Betriebe vor Probleme stellt. Aber ich glaube, da gibt es inzwischen auch ein paar Ausnahmen von der reinen Lehre. Also eine solche Landwirtschaft ist ein Organismus, sagt Steiner auch ganz wörtlich. Der Boden sei mit einem Organ, dem menschlichen Zwerchfell, vergleichbar und die Atmosphäre ähnlich demjenigen, was im Menschenunterleibsorgan ist. Die anthroposophischen Landwirte, die sollen zu einer spirituellen Anschauung der Landwirtschaft kommen und sie sollen beim Meditieren allmählich herein in ein Erleben des Stickstoffs rings um sie herum wachsen. Und der Zander sagt das so süffisant, dass der Steiner von den Offenbarungen des Stickstoffs redete und dass dadurch die Landwirte nicht nur zu hellsehenden, sondern auch zu hellriechenden Landwirten werden sollten. Um halt auf diese ganzen Wechselwirkungen Rücksicht zu nehmen, gibt es dann eine ganze Reihe besonderer biologisch-dynamischer Präparate, durch die der Organismus des Demeterhofes gesund bleiben soll. Der Einsatz ist nach den Demeter-Richtlinien Vorschrift. Da gibt es jede Menge homöopathische Verdünnungen, da gibt es Mineralien, die besonders behandelt und verdünnt und verrührt werden sollen. Die Kuhhörner, die mit Kuhmist gefüllt und im Herbst im Boden vergraben werden, habe ich schon angesprochen. Im Frühjahr werden die dann ausgegraben. Der Kuhmist wird ausgeschabt und auf eine bestimmte Art im Wasser verrührt und dadurch werden die kosmischen Kräfte auf das Wasser übertragen und das so dynamisierte Wasser wird dann fein dosiert auf die Felder und Wiesen gespritzt.
da muss man fast nicht dazu sagen, dass es da keinen Wirksamkeitsnachweis dieses aufwendigen Verfahrens gibt. Und wer gerne Demeter kauft, kann sich vielleicht fragen, ob er diese Art von Unsinn wirklich mitbezahlen möchte. Das ist aber der Grund, dieses Vergraben von Kuhhörner, warum es fast immer Milchkuhhaltung gibt, weil es halt einen geschlossenen Betriebskreislauf geben soll. Positiv erwähnen kann man aber, dass es nach den Demeter-Richtlinien vergleichsweise hohe Haltungsstandards gibt. Im Prinzip so ungefähr auf Augenhöhe mit auch anderen Bio-Siegeln, Bioland zum Beispiel. Ja, man könnte aber sagen, dass auch die Probleme, die bei anderen Bio-Siegeln gelten, für Demeter auch gelten. Also es dürfen keine synthetischen Dünger zum Einsatz kommen, sehr wohl aber zum Beispiel Kupfersulfat, das ja auch giftig in Böden und Gewässern wirken kann. Und ja, ich finde, aus Nachhaltigkeits- oder Tierwohlperspektive gibt es keinen Grund, Demeter anderen Siegeln vorzuziehen. Aus meiner persönlichen Sicht gibt es ohnehin keinen Grund, Bio zwingend vorzuziehen. Ich habe da auch ein allgemeines Problem mit den Siegeln, weil dort eigentlich immer die Stallgrößen mit dem Tierwohl gleichgesetzt werden. Und ich glaube, so einfach kann man das nicht machen. Ich glaube, es kann durchaus auch engere Arten der Haltung geben, in denen es den Tieren gut geht. Und andersrum ist ein großer Stall kein Garant dafür, dass es Tieren gut geht. Insbesondere, weil natürlich auch bei Demeter die Medikamentengabe, die im konventionellen Bereich ja häufig kritisiert wird, dass sie zu exzessiv stattfindet, halt erstmal unterbleiben soll. Und weil es da auch gruselige Berichte von Tierärzten gibt, die da von offenen Wunden sprechen. Das möchte ich jetzt nicht jedem Demeter-Betrieb unterstellen, dass das so aussieht. Ich glaube, letzten Endes hängt vieles davon ab, wie der Betrieb konkret bewirtschaftet wird, viel mehr als vom Siegel. Und ich glaube, es mag auch so manchen Landwirt geben, der das Demeter-Siegel gerne mitnimmt, weil es bei Verbrauchern ein hohes Ansehen hat und nicht, weil er selber glaubt, dass das Vergraben von Kuhhörnern irgendeine Auswirkung auf das Produkt hätte. Ja, der nächste Exportschlager der Anthroposophie, auf den ich kurz eingehen möchte, ist die Waldorfpädagogik. Da haben wir eigentlich eine ganze Menge schon beim Menschenbild gehört, was Einfluss hat auf die Waldorfpädagogik. Nämlich die Vorstellung, dass sich Menschen in Jahr 7. entwickeln zum Beispiel. Ja, ich habe in meinem Buch so ein paar Thesen und ich habe 2, 3 rausgesucht, die ich mal kurz durchgehen möchte und dann können wir noch mal einmal kurz wiederholend am Menschenbild vorbeilaufen, sozusagen. Waldorfschulen behaupten gerne, dass sie ja keine Anthroposophie unterrichten und dass das deshalb alles kein Problem sei. Jetzt haben wir aber ja gesehen, dass man da eine richtige Entwicklungspsychologie eigentlich annimmt über diese Jahr 7. Lehre, weil man annimmt, dass sich die Wesensglieder in Jahr 7. entwickeln. Und da hängen dann auch allerlei Vorstellungen dran, wie sich ein Kind entwickelt. Auf der Stufe physischer Leib und noch während des ersten Schuljahres ist der Mensch ja vor allem von seiner Körperhülle umgeben und Steiner meint, dass das Kind in der Zeit nur nachahmt, was es in seiner Umwelt vorfindet und was noch nicht angelegt ist, soll durch kindliche Fantasie ergänzt werden und deshalb spricht man auch immer sehr negativ von den seelenlosen Fabrikpuppen und setzt dann lieber auf Puppen ohne Gesicht und die Gesichtsregungen, die Emotionen, die sollen dann vom Kind durch die Fantasie ergänzt werden sozusagen. Eltern, Erzieher und Pädagogen sollen nicht nur durch konkretes Handeln ein gutes Vorbild sein, das leuchtet ja durchaus ein, sondern auch mit Gedanken, denn auch schlechte Gedanken können, besonders unzüchtige Gedanken, können der Gesundheit des Kindes schweren Schaden zufügen. Also da kann so manches H&M-Plakat an der Bushaltestelle schweren Schaden anrichten, wenn man nicht aufpasst.
Ja, äußerlich ist dann der Wechsel von der Stufe physischer Leib zum Ätherleib an den Zahnwechsel gebunden. Und man ist an Waldorfschulen zum Beispiel der Meinung, dass der Schriftspracherwerb am besten erst stattfindet, wenn die Stufe physischer Leib abgeschlossen ist und man auf der Stufe Ätherleib steht. Und ja, eigentlich ist unsere Einschulung, ich weiß nicht, wann in Österreich wird auch mit 6 eingeschult? Ja. Ja, so wie in Deutschland. So wie in Deutschland auch. Und da sind die Kinder eigentlich noch zu jung, weil da sind sie ja noch gar nicht auf der Stufe Ätherleib. Und da ist es noch gar nicht gut, wenn man sich mit so abstrakten Dingen wie Schriftsprache beschäftigt. Und deshalb wird häufig, nicht immer, das ist, glaube ich, inzwischen eine Konzession an das Bildungsbürgertum, das in großen Zahlen an Waldorfschulen die Kinder hat, aber doch häufig der Schriftspracherwerb erst zum Ende des ersten Schuljahres oder am Anfang des zweiten Schuljahres richtig durchgeführt. Auf der Stufe Ätherleib mit dem Zahnwechsel beginnen dann die Bildekräfte zu wirken. Die Kinder sind noch nicht in der Lage, begrifflich zu denken. Und anders als an staatlichen Schulen sollen deshalb auf der Stufe auch noch keine wissenschaftlichen Methoden und Denkweisen angebahnt werden. Naturwissenschaftlicher Unterricht, das müsste man da fast in Anführungszeichen setzen, der soll Erlebnischarakter haben. Also man soll, ich sage immer so ein bisschen Knopf-Hoff-Show, vorne soll einer was vormachen und die Kinder sollen staunen, aber es soll nicht erklärt werden, wieso und warum da irgendwas passiert. Steiner selber sagt, Nachfolge und Autorität sind die Zauberworte der Erziehung im zweiten Jahr siebt. Und es handelt sich nicht darum, dass das Kind über alles sofort ein Urteil bildet, sondern dass es zwischen dem 7. und 15. Jahre das, was es aufnehmen soll, aufnimmt aus Liebe, aus Autorität zum Erzieher. Ja, es geht da noch viel weiter. Anthroposophen meinen auch von den Zähnen auf die Bildekräfte schließen zu können. Man macht da Annahmen, was man davor findet, wenn man so einem Kind in den Mund schaut. Einer der ersten Waldorfpädagogen, der Rudolf Grosse, hat das hinterlassen und er äußert zum Beispiel über einen leistungsschwachen Schüler: Die Zähne sind gelblich-bräunlich, die Schneidezähne schief gestellt und stark gezackt, die Zahnbildung kümmerlich, im Gaumenfeld des Oberkiefers sowie auf der Innenseite des Unterkiefers wachsen außerhalb der Zahnbögen einige Zähne in sich. Der kariöse Zustand ist schrecklich, der Gesamteindruck chaotisch, schwächlich, der Aufbau fundamental gestört. Ja, und dann schließt er von da aus auf das Kind. Also das, was er im Mund vorfindet, das macht er dann verantwortlich für bestimmte Schwierigkeiten und Charaktereigenschaften, die er bei dem Kind vorfindet. Die nächste Stufe, sage ich nur mal kurz, Astralleib, die ist an die Geschlechtsreife gekoppelt, die Steiner bemerkenswerterweise erst mit 14 Jahren einsetzen lässt. Ich glaube, da finden wir heute deutlich früher mitunter das Einsetzen der Pubertät vor. Unterricht darf aber ab der Stufe dann auch einen wissenschaftlichen Charakter haben. Allerdings ist Kulturkritik weiterhin nicht erlaubt. Was er damit genau meint, ist mir immer ein bisschen rätselhaft, weil Kultur ja eigentlich alles umfasst, was vom Menschen geschaffen ist. Letzten Endes dann auch die Wissenschaft selbst. Die Temperamente habe ich ja vorhin schon beschrieben. Also wir haben mit den Jahr siebten eine Einteilung nach Lebensalter. Ich sage immer, wie so Schubladen, in denen sich die Kinder befinden. Und in den Schubladen sind dann immer noch einzelne Fächer mit den Temperamenten, mit den individuellen Persönlichkeitsmerkmalen. Und ja, so wie man nach Lebensalter die Schublade rauszieht, findet man dann in dem entsprechenden Fach mit dem Temperament die Behandlung, die das Kind erfahren sollte. Und da verweise ich immer gerne drauf, wenn man das Vorurteil hört, dass die Waldorfschulen ja so wahnsinnig individuell auf jedes Kind eingehen. Ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Die Kinder werden da sehr grob charakterisiert, sehr grob eingeteilt.
Und ja, im Wesentlichen ist das Ganze komplexitätsreduzierend, so aus Lehrersicht. Man sieht das Kind sozusagen nicht, wie es ist, sondern so, wie Steiner dachte, dass es zu sein hat. Da hätte ich eine passende Frage. Ja. Wie werden die Temperamente ausgetestet? Ja, häufig gibt es so eine Art Casting an Waldorfschulen, dass man sein Kind mal vorstellen muss und das muss dann da so allerhand Übungen machen und so ein bisschen vorturnen sozusagen. Und dann ist es an der Waldorf-Lehrkraft, das Temperament des Kindes zu erkennen. Ich war mal auf einem Elternabend, da wurde das ja nicht so richtig beim Namen genannt, aber dann so schön umschrieben, so nach dem Motto, ja, 8 Mittelstürmer kann ich nicht gebrauchen, aber so 1 oder 2 sind nicht schlecht und das gucken wir uns dann vorher an. Und ich brauche auch nicht 7 Prinzessinnen, aber 2, 3 Prinzessinnen sind auch nicht schlecht. Also da habe ich so ein bisschen die Temperamentenlehre im Hinterkopf gehabt, als ich diese Schilderung der Waldorf-Kollegin gehört habe. Ja, letzten Endes gibt es ja keine Grundlage für die Temperamente. Insofern muss es sich ja im Kopf der Lehrkraft abspielen. Und eine besondere Schwierigkeit an Waldorfschulen ist da ja auch noch, dass man an diese Waldorf-Lehrkraft in der Regel für 8 Jahre gebunden ist. Das ist die Klassenlehrerzeit. Da sagt Steiner, da wird eine Schicksalsgemeinschaft geschmiedet, die zusammenbleiben soll. Und in den Fällen, da gibt es ja auch zahlreiche davon, wo das gut klappt, ist das bestimmt auch nett, wenn man da so eng zusammen ist. Aber wir wissen auch aus der empirischen Forschung, dass es eine ganze Menge Waldorf-Aussteiger gibt. Wir wissen nicht so genau, was bei denen eigentlich schiefgelaufen ist, aber wir wissen, dass es zwischen 30% und 50% sein müssen, die zwischendurch, die also auf dem Weg zum Schulabschluss aussteigen aus der Waldorfschule. Und also zumindest aus dem, was mich so erreicht von Waldorfschülern, sind da eine ganze Menge Waldorfschüler dabei, die eben Schwierigkeiten mit der Klassenlehrkraft haben, an die man da auf Gedeih und Verderb gebunden ist. Wenn es also heißt, Waldorfschulen unterrichten keine Anthroposophie, würde ich sagen, ja, das stimmt erstmal, weil Anthroposophie kein Unterrichtsfach ist. Aber der Unterricht an Waldorfschulen ist angewandte Anthroposophie. Also die Anthroposophie ist ja so zentral für das Menschenbild, dass die überall eigentlich schon da ist. Welches Thema ich mir in Geschichte aussuche, ist halt eben durch nichts anderes festgelegt als durch das anthroposophische Geschichtsbild und dadurch auch damit verbunden ja auch mit dem anthroposophischen Menschenbild. Man wird also an einer Waldorfschule in aller Regel anthroposophisch behandelt, wenn man jetzt mal unterstellt, dass der Waldorf-Lehrer schon was mit Anthroposophie zu tun hat. Und ich würde sagen, Anthroposophie muss gar nicht unterrichtet werden, weil sie ist, egal was man macht, an der Waldorfschule immer schon da. Dann ist so ein häufiger Ausspruch, ja, an unserer Waldorfschule aber nicht. Die Waldorfpädagogik hat sich da doch längst weiterentwickelt. Ja, stimmt das eigentlich? Hat sich die Waldorfschule weiterentwickelt? Also ich kann inzwischen sagen, dass alles, von dem ich erzähle, an Waldorfschulen stattfindet, weil ich Belege dafür habe. Ich weiß nicht, ob es an jeder Waldorfschule stattfindet, weil ich natürlich nicht Einblicke habe über jede Waldorfschule, aber ich weiß, dass es stattfindet. Und ich habe mir in Vorbereitung für heute Abend auch mal den Waldorf-Lehrplan in Österreich ein bisschen angeschaut. Der Anthro-Blogger ist, glaube ich, auch hier mit dabei. Der hat das in seinem Blog Anthroposophie, anthroposophie.blog, auch getan, in den Lehrplan reingeschaut und hat da ein paar Merkwürdigkeiten gefunden. Und ich musste nicht lange suchen. Also hier, die Quelle ist auch angegeben, da findet man den Lehrplan in PDF-Form. Und ich habe einfach mal so ein paar anthroposophische Buzzwords in die Suche eingegeben. Und da findet man eigentlich schnell hier schon in der ersten Klasse. Damit ist eine Voraussetzung geschaffen, um sich eine Aufgabe andauernd zuzuwenden. Gleichzeitig verwandeln sich die Bildekräfte, die 7 Jahre lang vor allem die Formen des kindlichen Leibes ausgestaltet haben, in seelische Kräfte.
An einer anderen Stelle, da geht es um die Pubertät, da steht, Rudolf Steiner hat für diese seelischen Phänomene das Einfließen seiner einer Seelenkraft beschrieben, die er Astralleib nennt. Dieser ist seinen Beschreibungen zufolge ein Glied des ganzen Menschen, der sich zusammensetzt aus 4 Gliedern, also den Wesensgliedern, dem eigentlichen physischen oder mineralischen Leib, dem die Gestaltungs- und Lebensprozesse organisierenden Lebens- oder Ätherleib, dem die 3 Seelenkräfte Denken, Fühlen und Wollen bergenden Astralleib und dem geistigen Ich oder der Individualität. 89 gehört da, glaube ich, nicht rein. Steiner bringt die Vorgänge, die mit dem Jugendalter verbunden sind, auf die Formel, es finde die Geburt des Astralleibes statt. Das heißt, dass sich die 3 seelischen Grundkräfte Denken, Fühlen und Wollen in neuer Weise konfigurieren. Und auch wenn das alles ein bisschen rätselhaft klingt und sich nicht gleich erschließt, findet man, glaube ich, jetzt doch einiges wieder, was wir heute Abend auch schon gehört haben. Und man kann, glaube ich, sagen, dass die Waldorfschulen keineswegs den Steiner und die Anthroposophie hinter sich gelassen haben. Ganz im Gegenteil, sie beziehen sich sehr stark auf die Anthroposophie. Und der Bund der Freien Waldorfschulen, der die Namensrechte hält, sorgt auch dafür, dass Waldorf, genug Waldorf drin ist, wo Waldorf draufsteht, zum Beispiel dadurch, dass bei einer Schulgründung immer ein sogenannter Gründungslehrer benannt wird, der halt vom Bund der Freien Waldorfschulen geschickt wird. Zumindest ist das in Deutschland so. Ich weiß nicht genau, wie das, ob das in Österreich ähnlich organisiert ist. Also nein, die Waldorfpädagogik hat sich nicht längst weiterentwickelt. Dann höre ich ganz häufig, vor allen Dingen von Waldorflehrern und Waldorfschülern, die zufrieden sind, Waldorfschulen erziehen zum kritischen Denken. Und das ist interessant, aber ich fürchte, dass da nicht die Art des kritischen Denkens gemeint ist, die wir meinen, wir Skeptiker meinen, wenn wir von kritischem Denken sprechen. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, schon einiges gehört, was dem zuwiderläuft. Und ja, man findet gerade an Waldorfschulen ja häufig ein Milieu vor, das, ja, häufig muss man sagen, politisch links wie rechts offen allen möglichen Verschwörungserzählungen anhängt. Ich meine, es ist eine Lehre, die annimmt, dass es eine geistige Welt gibt und allerlei finstere Mächte und Dämonen, Mächte des Bösen und Mächte des Guten, die miteinander im Clinch liegen. Und von so einem Mindset ist es, glaube ich, gar nicht weit bis zu handfesten Verschwörungstheorien. Das kritische Denken, das wir meinen, wird ja gerade in der Waldorfschule auf den, zumindest während der ersten 2 Jahrsiebte geradezu bekämpft. Ich muss mich mal gerade noch mal in meinem Skript orientieren. Ja, man fragt sich also, wie soll denn eigentlich kritisches Denken aus so einem derart irrationalen Weltbild überhaupt entstehen? Und ich würde sogar die Antithese stellen, Kinder sollen eben nicht selbst denken lernen, sondern sie sollen das denken, was ihnen da vorgegeben wird. Der Geschichtsunterricht folgt ja zum Beispiel der fiktiven anthroposophischen Geschichtserzählung, die nichts mit der realen Geschichte zu tun hat. Und ich würde aus naturwissenschaftlicher Sicht behaupten, dass man geradezu lernt, die Welt nicht zu verstehen. Zuletzt möchte ich noch auf die anthroposophisch erweiterte, in Anführungszeichen, Medizin eingehen. Auch da habe ich ja schon ein paar Worte zu verloren. Auch hier wird behauptet, dass die anthroposophische Medizin im Einklang mit den naturwissenschaftlichen, mit der naturwissenschaftlichen Medizin steht. Steiner verstand seine Medizin als Ergebnis höherer übersinnlicher Einsicht. Und in den Medizinerkursen sprach er da auch ganz offen vom klärvoyanten Hellsehen. Auch hier geht es dann darum, eben nicht nur den physischen Leib zu behandeln, sondern auch die geistigen Prozesse, die dahinter stehen und die Wesensglieder und die Kräfterichtungen, von denen der Steiner spricht, zu berücksichtigen. Physische Erkrankungen beruhen demnach häufig auf geistigen Prozessen und umgekehrt. Physische Erkrankungen haben mitunter auch karmische Ursachen und können ihre Ursache im vorherigen Leben haben. Es kann sogar sein,
dass man zum Beispiel ein Kind mit einer bestimmten Krankheit bekommt, weil man selber irgendein Karma mitgebracht hat, irgendeine karmische Disposition mitgebracht hat. Und das Kind, das einem da geschickt wurde, sozusagen, soll das zur Abheilung bringen, dieses Ungleichgewicht. Also wenn man sich auf dieses Mindset einsetzt, wird es schnell sehr unappetitlich. Es gibt da jede Menge Beschreibungen, auch also nicht nur aus Steiners Zeiten, sondern zum Beispiel auch bei Michaela Glöckler, die langjährige Leiterin der medizinischen Sektion im anthroposophischen Hauptquartier in Dornach. Göbel und Glöckler führen zum Beispiel die karmischen Zusammenhänge der Pockenerkrankung folgendermaßen zusammen. Da heißt es, hat ein Mensch zum Beispiel sein Leben so verbracht, dass er überwiegend lieblos an den anderen Menschen und Dingen vorbeiging, so empfindet er das nach dem Tode als einen Mangel. Er erfährt jetzt, wie dieses Verhalten auf andere Menschen gewirkt hat und welche Schmerzen es bei ihnen auslöste. Dieses neue Verständnis ist es, das sich einprägt und das auf dem weiteren Wege zwischen dem Tod und einer neuen Geburt zu einer bestimmten Krankheitsveranlagung in einem folgenden Erdenleben führen kann. Im Falle einer ausgeprägten Lieblosigkeit wird der Betreffende dafür sensibilisiert sein, sich durch das Pockenvirus anstecken zu lassen. Die Krankheit erscheint dann im Leben als Kampf zur Überwindung einer früher durchlebten Einseitigkeit. Der durch die Pocken bewirkte körperliche Auflösungsprozess stellt gleichsam ein aus sich herauswollen dar. Auf leiblicher Ebene wird dadurch die frühere Lieblosigkeit überwunden und das Ich erhält die Kraft, in ein neues Wechselverhältnis mit seiner Umwelt zu treten. Stirbt der Mensch in der Auseinandersetzung mit dieser Krankheit, so steht dem Ich diese Kraft erst für das nächste Leben zur Verfügung. Ja, das ist jetzt für jemanden, der nicht an Wiedergeburt glaubt, natürlich blöd. Dann ist man halt einfach an Pocken gestorben. Also aus einer wissenschaftlichen Sicht, aus anthroposophischer Sicht hat man was erreicht fürs nächste Leben. Und weil man halt so einen Sinn in einer Erkrankung sieht, ist es auch nicht gut, da einzugreifen. Und anthroposophische Mediziner sprechen häufig auch von den Entwicklungschancen, die zum Beispiel in der Masernerkrankung liegen. Stefan, das hast du in deiner Anmoderation ja auch schon ein bisschen angesprochen. Und zwar wird gerne von freier Impfentscheidung bei Anthroposophen gesprochen. Wenn man dann aber mal schaut, was da eigentlich ausgeführt wird, dann werden da nicht zwei gute Alternativen gegenübergestellt, sondern eine ganz schlechte, nämlich das Impfen, und damit vergibt man die Entwicklungschance, und eine gute, das ist nämlich dann auf das Impfen zu verzichten und gegebenenfalls die Krankheit zu durchleben und diese Entwicklungschance durchzumachen. Also da sollte man dann aus anthroposophischer Sicht nicht unbedingt eingreifen. Ich überspringe jetzt mal ein Zitat auch von der Frau Glöckler, die in einem Internetvideo erklärt, wie sie einer Mutter beibringt, warum sie ein Kind mit Leukämie hat, nämlich, dass das möglicherweise mit ihrem Karma zu tun hat. In diesem Sinne wird dann zum Teil auch die Covid-19-Pandemie gedeutet, also als ein karmisches Schicksal, das uns da widerfährt. Weil wir die Tiere so schlecht behandeln, trifft uns dieses karmische Schicksal jetzt. Auch da wird ein Sinn darin gesucht, nicht von allen. Mir fällt auf, dass die anthroposophischen Verbände sich vergleichsweise vernünftig äußern. Aber wenn man jetzt bei all den Demonstrationen schaut, die dieser Tage so stattfinden und bei all den Aluhüten, die da zum Teil Abstruses von sich geben, da findet man an allen Ecken mehr oder weniger bekannte Anthroposophen, Waldorfpädagogen und so weiter, die da eine Rolle spielen. Und es gibt da, so nehme ich das wahr, eine große Auseinandersetzung über diese Erkrankung innerhalb der Anthroposophie. Zu anthroposophischen Arzneimitteln kann man sagen, dass Mensch und Naturreiche durch die fiktive Evolutionsgeschichte verbunden sind und dadurch die Grundlage für anthroposophische Arzneimittel bilden. Ich
zeigt das mal. Auch da spielen all die Konzepte, die wir schon angesprochen haben, eine Rolle. Da gibt es Teile des dreigliedrigen Organismus, also Denken, Fühlen und Wollen. Dann gibt es Nerven-Sinnes-System, Herz-Kreislauf-System, Stoffwechsel-Gliedmassensystem, haben wir angesprochen. Dann sind dem wiederum Körperregionen zugewiesen, bestimmte Sinne, Kräfterichtungen, Bewusstseinszustände und Krankheitstendenzen. Und jetzt werden Krankheiten, ich glaube, wir müssen da jetzt gar nicht versuchen, das in der Tiefe zu verstehen, sondern einfach nur zur Kenntnis nehmen, dass es da entlang der anthroposophischen Konzepte so grobe Kategorisierungen gibt. Und dann auch wieder zum Beispiel die Zuordnung von Metallen zu Planeten, die wiederum zu Organen zugeordnet sind. Und so findet man damit unter auch Arzneimittel. Also dann muss man, wenn man was an den Nieren hat, möglicherweise eine homöopathische Kupferverdünnung zu sich nehmen. Ja, also die Verwendung der Planetenmetalle Silber, Quecksilber, Kupfer, Gold, Eisen, Zinn und Blei ist dann ein ganz wichtiger Bestandteil. Es gibt dann zum Teil auch so Präparate, die aus Bienen zum Beispiel gewonnen werden und allerlei abstruse Sachen. Man ist auch der Meinung, dass man für die Covid-19-Erkrankung schon ganz gute Therapieansätze gefunden hat. Zumindest habe ich einzelne Ärzte im Interview gelesen, anthroposophische Ärzte, die meinen, sie hätten da erfolgversprechende Anknüpfungspunkte, natürlich nur um die Selbstheilungskräfte beim Menschen zu wecken. Das kommt uns ja alles merkwürdig bekannt vor. Bekannt ist ja auch noch die Gabe von Mistelpräparaten bei Krebserkrankungen, relativ beliebt. Das geht ursprünglich darauf zurück, dass die Mistel als parasitäre Pflanze sozusagen in dem Baum wuchert und dann bildet der Steiner da eine Analogie und sagt, und so ähnlich ist der Krebs im Menschen. Und ja, deshalb gibt man ein Mistelpräparat, weil er da eine Analogie zum Mistel bildet, also eine Analogie zwischen Krebs und Mistel. Wenn wir das Ganze mal zubinden wollen und zu einem Fazit kommen, würde ich sagen, an vielen Ecken in der Anthroposophie geht es tatsächlich aus meiner Sicht verrückt zu. Dabei tritt die Anthroposophie, und deshalb ist sie, glaube ich, auch so unbekannt, selten laut auf. Also es wird ja ganz selten aus dem anthroposophischen Umfeld genau das, was wir heute gehört haben, so offen ausgesprochen, sondern vieles wird in nette, gut verdauliche Werbebotschaften verpackt. Es ist in der Mitte steht der Mensch, es wird viel Freiheitsrhetorik betrieben. Man gibt sich gerne so ein alternatives, grünes Kuschel-Image. Und ja, möglicherweise ist das auch eine große Stärke der Anthroposophie, dass sie dadurch anschlussfähig bleibt zur Gesellschaft. Aber nach innen merkt man halt, dass es doch ein sehr geschlossenes Weltbild ist. Es gibt da auch eine geschlossene anthroposophische Subkultur. Als Anthroposoph schickt man seine Kinder natürlich zur Waldorfschule und unterstützt die finanziell. Man ernährt sich möglicherweise alternativ und greift auf die Metaprodukte zurück. Es gibt anthroposophische Bankhäuser, da sind wir heute gar nicht drauf eingegangen. Anthroposophische Stiftungen, es gibt anthroposophische Universitäten, an denen Waldorflehrer ausgebildet werden und so weiter. Es gibt Lobbygruppen, denen es immer wieder gelingt, auch Einfluss auf die Politik auszuüben. Die dann dafür sorgen, dass die Anthroposophie in ihrer Nische auch gewähren kann. Der Anthroposophie gelingt es, sich ein menschenfreundliches, sozial engagiertes, offenes Image zu geben. Und ich glaube sogar, dass die Anthroposophen manchmal selber vielleicht sogar am meisten daran glauben, ohne sich jedoch bewusst zu werden, dass sie da das Gegenteil tun, indem sie der Lehre ihres Gründers Rudolf Steiner einfach relativ kritiklos nachlaufen. Aus einer kritischen Außenperspektive sieht man da an vielen Punkten eine menschenverachtende
Ideologie. Ich finde vor allen Dingen die allgegenwärtige Implikation von Schuld durch Karma besonders unappetitlich. Da wird eine irrationale Weltanschauung in Form einer Pädagogik an Kinder herangetragen, die ihnen buchstäblich beibringt, die Welt nicht zu verstehen. Ich habe es, glaube ich, schon gesagt. Ich schließe in meinem Buch, und das ist vielleicht das letzte Stichwort, da muss noch der Werbeblock natürlich folgen. Also ich sehe in der Anthroposophie im Kern eine elitäre, dogmatische, irrationale, esoterische, rassistische und antiaufklärerische Weltanschauung. Und ich bin der Meinung, dass wer für eine wirklich freie Gesellschaft eintritt, sich ihr entgegenstellen sollte. Und damit bin ich am Schluss und bin jetzt gespannt auf die vielen Fragen. Ich höre es ständig tickern im Chat.